Ja, alle reden im Augenblick von Atmung. Ja, wir Mundharmonikaspieler auch, aber wir meinen Klang, wenn wir von Atmung reden, weil wir das Privileg haben, ja, die Atmung, und zwar Aus- und Einatmen, in Klang umzusetzen. Ja, und jetzt haben wir ja gelernt, also der unterste Ton, Kanal 1, den nennen wir jetzt mal den Ton C, wie chromatisch. Das ist der, der auf der Hilfslinie da durchgestrichen ist. So, und diesen Ton C spiele ich jetzt mal. Also ihr wisst ja, Daumen, Zeigefinger, dann die Mundharmonika damit festhalten, kräftig. Ich habe sogar hier so ein Griffband mir drauf gemacht. Das ist ein Griffband vom Tennisschläger. Und da hat man sie, da rutscht sie nicht raus. So, und jetzt so. Weil da können wir mit der Hand natürlich immer ein schönes Vibrato machen, also so eine kleine Bewegung und dann ist der Ton nicht so starr. Also jetzt mal das untere C. So, diesen Ton C, den gibt's viermal. Und zwar in der unteren Lage, Mittellage, hohe Lage und ganz hohe Lage. So, und den spiele ich jetzt mal alle vier Lagen. Ja, und den letzten Ton haltet ihr so lang aus. Ja, bis er fast umfällt. Und ihr merkt, anschließend müsst ihr ganz kräftig einatmen. Warum? Ihr habt da die Lunge vollkommen geleert und das ist so wertvoll, das kann man gar nicht beziffern. Weil ihr atmet als Reflex dann so tief ein wie nicht zuvor. So, jetzt habe ich den Ton C jedes Mal neu geatmet. Jetzt spiele ich mal zwei Cs auf einen Atemzug. Also. Lang aushalten, ganz, ganz wichtig. So. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben das natürlich auch auf Einatmen, also der Kanal 1 auf Einatmen, das ist der Ton D, das ist der, der über dieser Hilfslinie zwischen den Linien ist. Den atme ich jetzt mal ein mit einem schönen Vibrator. Ja, und den gibt es natürlich auch viermal, aber dass man den viermal spielen kann. Da hat Seidel einen Trick eingebaut. Und zwar die ersten dreimal ist kein Problem, da ist der drauf. Aber oben, wenn ihr dann das D haben wollt, müsst ihr den Schieber reindrücken, wenn ihr eine Seidelsaxophonie habt und da kommt nämlich nicht der Ton, der normalerweise käme, wenn die Chromatik weiter gebaut worden wäre. Aber da dieses hohe D natürlich sehr, sehr viel wichtiger ist für viele Musikstücke, ist es sehr, sehr sinnvoll, dass Seidel diesen Trick gemacht hat. Denn wenn ihr diesen Akkord auf Einatmen vom Kanal 1 so, wenn der vollständig sein, auf Einatmen, probiert das mal vom unteren Kanal einatmen, so. Da müsst ihr oben den reindrücken schnell und dann habt ihr den vollständigen D-Moll-6-Akkord, ja. Ja, probiert das mal aus und morgen machen wir dann einfach weiter. Dank Corona und tschüss.